Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke machte bei einer Stippvisite in der Elbe-Elster-Region Station in Schlieben. Für sein unermüdliches Engagement in Sachen Wiederbelebung der alten Weinbautradition im Ort zeichnete er den dortigen Weinbauverein mit einer Ehrenurkunde aus. Auf einer Gesamtfläche von etwa 8500 Quadratmetern wird in Schlieben seit einigen Jahren wieder Wein angebaut. Nach der politischen Wende wurde die alte Tradition Anfang der 1990er Jahre wiederbelebt. Sie geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Bacchus, Müller-Thurgau und Regent werden hier aktuell geerntet und gekeltert. Ein Rundgang durch den Weinberg durfte dabei natürlich nicht fehlen. Der Verein selbst hat insgesamt etwa 85 Mitglieder. Es gibt eine alte Weisheit im Land Brandenburg. Wer 100 Jahre Schliebener Wein trinkt, der wird alt. In dem Sinne, alles, alles Gute. Ja, herzlichen Dank.